Ja, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu DeFi.jetzt. Heute in der 49. Ausgabe, den Kryptorückblick für den März 2022. Wir haben uns heute hier in den frühen Morgenstunden des 1. April zusammengefunden, um euch live die aktuellsten Ergebnisse und Ereignisse des letzten Monats zusammenzutragen. Heute dabei der Ralf. Hallo Ralf. Hallo, ich grüße euch. Und auch der Thor. Hallo, Grüße an alle. Heute ohne Gast. Wir machen das heute wieder zu dritt in kleiner Runde. Wir haben auch heute wieder ein zeitloses Thema. Thor, kannst du mir nochmal sagen, was ist das zeitlose Thema bitte? Na, ich rede heute über Gold und dezentrales Geld. Also warum warum Gold ein dezentrales Geld ist. Geht klar. Könnt ihr euch auch darauf freuen, das dann im späteren Teil der Episode. Jetzt aber erstmal der Gesprächsrückblick für uns. Im März haben wir euch drei Episoden präsentiert. Das war die 46. Episode der Kryptorückblick vom Februar mit dem Marc Spiering und dem zeitlosen Thema der Anwendungsfälle von Blockchains. Die 47. Folge, das war die Folge über Gummy.link. Das ist der physische NFT, da hatten wir uns den Christoph Jentsch eingeladen. Und die 48. aktuellste letzte Folge, das war Farming mit Philipp von Progressiv Invest. Hört gerne mal rein, falls ihr das noch nicht gehört habt. Alle drei sehr zu empfehlen. Genau. Was, Leute, was gab es denn Neues im März? Heute vor einer Woche hatte Russland bekannt gegeben, den Rubel an Gold zu binden. Also wir haben jetzt seit einer Woche wieder eine goldgedeckte Währung, was ja am 15. August 1941 durch die Störung von Präsident Nixon von seiner Lieblingsserie der Amis von Bonanza aufgehoben. 71. 71. 41. 71, ja. 1971, 15. August. Maria Himmelfahrt. So, also wie gesagt, der Rubel, ein Gramm Gold, ist bis Ende Juni an 5.000 Rubel gebunden. Finde ich auch interessant, dass die Bindung zeitlich befristet ist. Das lässt natürlich darauf spekulieren, dass danach eventuell eine andere Bindung bekannt gegeben werden könnte. Ja, eine Aufhebung gehe ich nicht aus. Vorhin direkt auch schon wieder die News gelesen, dass der Rohstoff, dass die Russen den Dollar und den Euro auch nur als Papierwährung bezeichnen. Ist nur Bonbonpapier, sagen sie. Und auch darüber nachdenken, auch den Öl für Bitcoin zu verkaufen. Also nicht nur darüber nachdenken, so viel ich weiß, ist das schon erklärt, dass sie es so machen wollen. Ach. Und es zeigt sich ja dann damit auch, dass immer mehr Währungen eben durch Energie gedeckt werden. Der Bitcoin, klar, durch den Proof of Work, wo Energie letztendlich Vertrauen bewirkt. Und wir sehen jetzt auch, dass, ich sag mal, Erdgas eben auch durch stabile oder das Währung wie der Rubel vielleicht durch Energie gedeckt werden, durch Rohstoffe. Also ist egal, welche Art der Währung. Irgendwie spielt Energie eine zentrale Rolle. So, und in die gleiche Richtung geht auch meine zweite Meldung. Lest die mal ab, weil die recht gut komprimiert ist, die ich jetzt kurz vor der Sendung entdeckt habe. Und zwar ein Konsortium aus zwei russischen Ölfirmen, in Klammern Gazprom und Rosneft, und eine große russische Minengesellschaft wollen einen rohstoffgedeckten Stablecoin herausbringen, der an einen Warenkorb der weltweit 5 meistgehandelten Rohstoffe gebunden ist. Die Mitarbeit eines Weizenexporteurs steht noch aus. Wer das ist, wurde nicht gemeldet. Man arbeitet mit den russischen Entwicklern des venezolanischen Petro, der ja auf... Den gibt es auch noch, ja. Ja, auf der, wie heißt sie jetzt, auf NEM publiziert wurde. Und mit Wave, das ist ja auch so ein russisches Blockchain-Projekt, was recht ruhig war in den letzten Jahren. Also mit Entwicklern des venezolanischen Petro und Wave zusammen und wolle den Stablecoin auf verschiedenen Blockchains anbieten, darunter Wave, Ethereum und Tron. Und aber noch ein paar weitere. Fand ich auch eine sehr bemerkenswerte Meldung. Das wäre auf jeden Fall klingt nach einem besser gedeckteren Stablecoin als so ein US-Dollar-Token.
der ja von nichts gedeckt ist. Ne? Aber ich habe auch was gefunden, und zwar geht das ein bisschen auf ein Buch, ein sehr aktuelles Buch zurück, das heißt Liberalismus 2.0. Und dort ist erklärt worden, dass letztendlich der Bitcoin laut Völkerrecht eigentlich von allen Staaten jetzt anerkannt und akzeptiert werden muss. Weil das Völkerrecht besagt, dass Zahlungsmittel, die es in einem anderen Staat gibt, also staatliche Zahlungsmittel, eben auch international gelten. Und das ist der Bitcoin. Das heißt also, eigentlich darf man ihn laut das, was der IWF ja gemacht hat, der Internationale Währungsfonds, der hat ja auf Anfrage von dem Präsidenten von El Salvador nicht bei der Einführung dieser Unterstützung Nationalwährung geholfen, sondern hat eigentlich die Hilfe unterlassen und sogar noch schlechte Propaganda gemacht. Und jetzt ist es aber so, dass das Völkerrecht eindeutig besagt, Bitcoin kriegst du nicht mehr raus. Und Bitcoin muss anerkannt werden. Also alle, aus meiner Sicht, internationalen Versuche, den Bitcoin nicht als Zahlungsmittel zu akzeptieren, beziehungsweise ihn aus der Welt schaffen zu wollen, müssten laut Völkerrecht eigentlich untersagt sein. Interessant. So, und ich habe auch noch eine Meldung oder eine Information gefunden. Und zwar, da hat einer, aber es gilt wahrscheinlich nur für die USA, eine Möglichkeit beschrieben, wie man anonym bei Amazon mit Bitcoin einkaufen kann, indem man sich damit dann eine Gutscheinkarte auflädt und dann bei Amazon mit dieser Gutscheinkarte einkauft. Und man verwendet, damit man nicht seine eigene Adresse preisgibt, es gibt so Amazon-Packstationen, und liefert das, lässt sich das in der Amazon-Packstation liefern. Finde ich recht gut. Allerdings bin ich kein Fan von Amazon-Einkaufen. Aber müsste das ja auch bei uns funktionieren? Denn diese Packstation habe ich auch in Berlin schon gesehen. Also die werden auch schon bei uns aufgestellt sozusagen in Deutschland. Ja. Müsste man, also den Link werden wir auf jeden Fall auch veröffentlichen. Das kann sich jeder mal anschauen. Allerdings nicht vergessen, auch wenn es heißt anonym, man weiß natürlich, wenn die Adresse mit zum Beispiel eurem Coinbase-Account oder so kommuniziert, dann erkennt man euch trotzdem noch und immer auch als Erinnerung immer trotzdem VPN benutzen. Also hat er auch Mario, geschrieben. Mich wundert jetzt, dass du einen Coinbase-Account zu haben scheinst. Also du bist doch hab ein ich gehört. Totaler Finanzjünger. Ich mache ja nicht so viel mit Krypto eigentlich. Ich habe nur von einem Kumpel gehört, dass der Coinbase hat. Gut. Ich hoffe doch, dass du nicht auf irgendwelchen zentralen Exchanges deine Kryptos hältst oder in das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Die liegen alle auf meiner Wallet. Not your keys, not your crypto. Das kennen wir, das haben wir seit dem ersten Tag hier schon propagiert. Auch nochmal als Erinnerung an alle. Nur weil es jetzt gerade wieder hochgeht, der Kurs, das ist ja auch eine ziemlich aktuelle News. Der Kurs ist wieder sehr stark am Steigen die letzten Tage. Es werdet nicht dazu verleitet, zu viel auf den Börsen zu lassen, wie der Ralf das schon sagt, sondern immer schön in die eigene Wallet schieben lieber. Ja. Apropos Coinbase, ich habe jetzt die letzten Tage E-Mails von Coinbase bekommen. Das habe ich mir allerdings noch nicht genauer angeguckt, dass jetzt automatisches Staking für Cardano und noch einen anderen Coin aktiviert wurde. Muss ich sagen, bin ich nicht so ein, also falls das so funktioniert, dass man jetzt automatisch, wenn man bei Coinbase Coins hält, dass man die automatisch staked, muss ich sagen, bin ich nicht wirklich so ein großer Fan davon, denn wir hatten das ja schon in der Episode mit dem Falco Tappen, dass man dann ja in der 10-jährigen Steuerfrist oder Besteuerungsfrist ist, bin ich nicht einverstanden damit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir irgendwo, nur weil ich Coins halte, die automatisch gestaked werden. Ich möchte jetzt allerdings auch die Pferde nicht ganz so scheu machen. Ich schaue mir das nochmal genauer an und schreibe das dann nochmal im Telegram-Channel, wie das genau aussieht. Denn, wie gesagt, sobald man die Coins zur Erzielung von Einkünften benutzt, also zum Staking, dann ist man plötzlich in der 10-jährigen Haltefrist. Also dann hätte Coinbase plötzlich hintenrum alle Leute zum 10 Jahre halten gezwungen, jetzt, falls man keine Steuern zahlen möchte. Ja. Naja. Als man nicht auswandert in ein Land, wo das dann anders ist. Das ist ja aber auch nur für die Zukunft, denn die Steuer fällt ja in der Vergangenheit an. Es gab ja in der sogenannten MiCA-Verordnung nochmal einen Versuch, dass man das Proof of Work untersagt innerhalb der EU. Aber zum Glück hat man sozusagen das wieder rausgeschmissen
Und das geht also ohne jetzt Bitcoin-Verbot. Das heißt auch Proof of Work-Kryptowährungen oder Blockchains bleiben weiterhin erlaubt. Und das soll jetzt in den sogenannten Trilog in der EU gehen. Aber, das hat der ein oder andere vielleicht übersehen, besteht die Möglichkeit, dass Kryptoüberweisungen eventuell nicht anonym, also dann auch nicht per Self-Custody möglich sein sollen. Das heißt, das könnte sein, dass das noch drin ist, verdeckt. Es fragt sich allerdings, oder ich frage mich, ja, wie wollen die das nachweisen, wenn du dann deine eigenen Krypto-zu-Krypto-Überweisungen machst und das für keiner kontrollieren kann, wenn man das sozusagen anonymisiert oder unabhängig von irgendwelchen Intermediären macht. Natürlich darf man da nicht über Börsen, über zentrale Börsen gehen. Ne? Also dann auch ganz aktuell, gestern oder vorgestern, die heimliche Weltmacht, BlackRock, Larry Fink, BlackRock-Chef, hat gesagt, dass Kryptowährungen die Zukunft sind und dass der Ukraine-Krieg die Globalisierung der letzten 30 Jahre zum Erliegen gebracht hat. Also wenn solche Leute, die absoluten Finanzeinfluss haben, so etwas behaupten, also dann scheint da schon irgendwas im Hintergrund im Gange zu sein, dass Kryptowährungen durch den Ukraine-Krieg wirklich als, naja, ich sage Not-Backup für andere lokale Währungen, auch für Weltwährungen, vielleicht langsam sehr, sehr ernsthaft in Frage kommen. Ich denke, das ist natürlich wieder, die beste Lüge kommt mit einer Wahrheit, weil der Ukraine-Krieg war ja eigentlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil letztendlich die Globalisierung der letzten 30 Jahre zum Erliegen gebracht war ja jemand anders, das war Russland oder ist Russland, die jetzt quasi einen Angriff auf den US-Dollar und im Schlepptau Euro machen. Und das wird halt ziemlich viele Globalisierungsprobleme machen, zusätzlich zu dem Zusammenbruch der Lieferketten über China, was China da schon fabriziert hat mit seinen Lockdowns, bis hin jetzt auch noch zu den europäischen Lockdowns in der Ukraine, dass da halt auch zum Beispiel einige Automobilhersteller ihre Kabelbäume nicht aus der Ukraine kriegen, das mit dem Neongas für Laser und was nicht alles, was da noch alles kommt. Und auch die Ukraine hat ja auch Lebensmittelexporte untersagt, um quasi da einer eigenen Hungersnot vorzusorgen und die Getreidevorräte im Land zu lassen. Mhm. Aber andererseits gibt es ja noch eine weitere Meldung zu diesem leidigen Thema Ukraine. Ja, genau. Und zwar zum Beginn des Krieges hat die Ukraine, beziehungsweise auch während der ersten Wochen, gab es ja große Spendenaufrufe und auch große Spendenwilligkeit unter allen Menschen. Und es wurde auch die Möglichkeit gegeben, von der ukrainischen Regierung über Ethereum Geld zu spenden. Und es wurde auch sehr viel Geld über Ethereum gespendet. Und am Anfang hieß es da, man würde auch einen Airdrop veranstalten. Also sprich, für alle Spender würde ein Token geairdroppt. Und als das rauskam, haben natürlich alle nochmal mehr gespendet. Und danach hieß es dann aber, nein, es wird doch keinen Token Airdrop geben. Und jetzt wird nur noch über einen NFT nachgedacht. Das ist allerdings jetzt erstmal in den Hintergrund geraten. Denn ich denke, das ukrainische Volk und die ukrainische Regierung hat gerade alle Hände voll zu tun mit der Landesverteidigung. Da wird sich jetzt nicht groß über Krypto-Airdrops ausgelassen, denke ich mal. No. Ich habe auch noch eine weitere News. Das habe ich gerade vorhin, also ganz live gehört, aus internen Kreisen. Und das müssen wir an den Tor fragen, denn der Tor plant ja eine Reise dahin. In El Salvador, die haben angeblich, soweit ich das höre, die Private Keys zu ihren Bitcoin-Holdings verloren. Ja, das habe ich auch gehört. Deshalb sind wir auch ganz akut zusammengekommen. Ja. Also da scheint wirklich etwas ganz Arges passiert zu sein. Für mich hat sich das noch nicht erschlossen. Hat der Najib Bukele, der ja diese Bitcoins immer direkt gekauft hat, irgendwie sein Handy verloren? Oder ist das noch was anderes? Weißt du da genaueres, Mario? Also ich habe gehört, da hat jemand sein Passwort vergessen. Ja. Also wer weiß, ich hoffe, da wird sich im Laufe des Tages noch was Genaueres ergeben. Also ansonsten wäre das ja für dieses so schon gebeutelte Volk jetzt nicht so toll. Die haben groß den Bitcoin als Staatswährung eingeführt und jetzt verlieren die
ihre derzeit, also wie du sagst, die eingekauften und natürlich auch schon die Gemeinden, die Volcano-Gemeinden-Coins. Das wäre wirklich schade. Also mal gucken, was da heute noch rauskommt. Ja, und ja, sagen wir mal, wir gucken dann im Mai und helfen suchen. Genau, der Tor, der führt nämlich eine Liga der Willigen Richtung El Salvador. Ja, das heißt, Tor, du, das können wir jetzt auch ja mal ankündigen, du hast ja eine zweite deutsche Delegation, versuchst du zusammenzubekommen und du willst ja dann auch Termine mit dem Staatspräsidenten machen. Hast du da schon genaueres? Nee, habe ich noch nicht, weil jetzt erstmal in der Findungsphase sind. Und das haben wir ja letzten Monatsrückblick schon mal angekündigt gehabt. Und wir schließen dann am Wochenende die Anmeldefrist und dann steht die Gruppe fest. Momentan ist noch recht überschaubar, aber ich fahre da auf jeden Fall hin. Und du kommst ja auch mit hin, Ralf. Notfalls machen wir da halt ein 10-Augen-Gespräch oder so. Mhm. So ist der Plan. Richtig. Und ich denke mal, wenn wir nicht so viele sind, dann stehen wir uns auch nicht im Weg beim Suchen. Das stimmt. Vielleicht kriegt er ja sogar noch Finderlohn dafür. Vielleicht gibt es 10% Finderlohn. Ja. Da kriegst du auch deine ersten Bitcoins, Ralf. Ich glaube, ich habe schon Bitcoins. Echt? Was? Was? Ich dachte, du hättest nur Ethereum. Also Mina. Mina habe ich, ja, nicht zu wenig. Oh, aber Mensch. Wer sagt denn, dass ich kein Bitcoin hätte? Ach, war so nur so eine, es war nur neueste so News auch für heute. Ralf hat Bitcoin. Merkt euch. Genau. Machen wir mal weiter. Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, der März, also ich habe mich sowieso so ein bisschen seit November, mache ich nicht mehr so viel mit Bitcoin und Krypto generell. Und ich muss auch sagen, der März ist ja überschattet gewesen von dem Angriffskrieg der Russen. Und da ist in Krypto nicht so viel passiert. Außer eben, was ich jetzt sagen kann, dass seit ungefähr der letzten Woche des Märzes der Bitcoin wieder stark am Steigen ist. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich wünsche uns allen natürlich fünfstellige Beträge, mindestens. Sechsstellige Beträge natürlich, mindestens für den Bitcoin. Ja, aber muss ich aber dich korrigieren, Mario, das ist kein Angriffskrieg, ja. Das ist eine militärische Operation und ich habe auch ziemlich viele Beiträge von Amerikanern veröffentlicht, die das ähnlich sehen, komischerweise. Das sind meistens so Ökonomen. Weil im Vergleich zu den Amis, die Amis haben immer am zweiten Kriegstag Wasserversorgung, Elektrizitätswerke platt gemacht. Und das machen die russischen Truppen nicht. Die gehen da Es kommt immer darauf an, in welcher Propagandablase man sich da gerade befindet. Richtig. Da bin ich hier in Europa natürlich in meiner ganz eigenen. Am Ende muss man sich darüber bekannt klar sein, dass jeder in seiner eigenen Blase sitzt. Nennen wir es den Vorfall in der Ukraine. Dann kommen wir uns nicht ins Gehege. Wir wollen ja unpolitisch bleiben. Genau. Und es gibt ja immer mehrere Sichtweisen aufs gleiche Ereignis, muss man auch sagen. Und wir wissen nicht, wer von uns recht hat, das zeigt sich erst zum Schluss. Denn die Geschichte schreiben immer die Gewinner. Richtig, die Sieger, ja. Und kommen wir mal zu einem Gewinner, der schon seit über 5000 Jahren auch unser Geldgeschäft betrifft. Das ist nämlich das Gold. Genau, also ich habe mich heute mal mit dem Thema, weil Gold natürlich jetzt in diesem Monat ziemlich dominierte, also auch diese Goldbindung des Rubels ist ja von vielen Ökonomen, die ein bisschen in die Zukunft denken können, schon vorgedacht worden. Ich hatte es auch vermutet, dass das einer der nächsten Schritte sein wird. Allerdings hatte ich nicht vermutet, dass das so schnell kommt. Und deswegen habe ich mich dem Thema gewidmet heute, ist Gold ein dezentrales Geld? Weil wir wissen ja, deswegen habe ich ja mein Buch auch so genannt, dezentrales Geld. Kryptos, Bitcoin, Ethereum und noch ein paar andere, Monero, sind Gelder, die dezentral sind aus verschiedenen Gründen. So, und ich habe jetzt mal geguckt, wie schaut denn das bei Gold aus? Bei Gold sehen wir zum Beispiel, dass die Goldschöpfung erfolgt dezentral. Das heißt, ich habe viele Minen verteilt über die Welt, allerdings nicht jetzt in jedem Land, aber doch recht gut verteilt. Es gibt keine zentrale Entität, die über den Preis oder die Gültigkeit des Goldes bestimmt. Wohl wissen, dass es da natürlich auch Goldpreismanipulationen gab und gibt. Gold ist weltweit als Geld akzeptiert, hat ja, wie gesagt, auch schon eine Historie von rund 5000 Jahren, je nachdem, wie man sieht.
Und Gold ist aber nicht irgendwie nur eine Parallel- oder eine Ersatzwährung wie Zigaretten oder Tampons. Also ich habe hier, wo ich jetzt bin, sind zum Beispiel auch Tampons jetzt in der letzten C-Krise Parallelwährung gewesen bei den Frauen. Nicht bei dir, ja. Du handelst nur mit denen, oder was? Ja, ich handle nur mit denen, aber es gibt Leute, die nutzen die auch. Ah. Kenne ich auch persönlich. Also du brauchst die keine, ne? Wie bitte? Du brauchst keine. Wenn ich kein Nasenbluten habe, brauche ich keine. Okay. So, ich zähle mich als Mann und nicht irgendwie als eins der anderen 24 oder 25 Geschlechter. So, und noch ein paar mehr, Thor. Da musst du mal get woke, Thor. Get woke. Okay, naja, gut. Ich kriege aber immer nur 3 zusammen oder 5. So, und es ist natürlich auch keine Modeerscheinung, die jetzt irgendwie mal vergeht, ne? Gold ist fungibel, was natürlich auch für ein Geld wichtig ist. Das heißt, eine Unze Gold, 1 Gramm Gold ist genauso viel wert wie ein anderes Gramm Gold. Und in dem Zuge fand ich es aber auch interessant, dass Russland den Rubel an Gramm Gold gebunden hat. Nicht an eine Unze Gold, sondern an Gramm Gold. Also, dass das metrische System da auch mit verwendet wird, fand ich auch sehr bemerkenswert und gut. Gold ist teilbar, das heißt, wenn ich jetzt einen großen Klumpen habe, kann ich mehrere kleine Klumpen draus machen und damit was bezahlen. Gold ist rar, was natürlich auch für ein Geld wichtig ist, dass es nicht unendlich verfügbar ist. Und Gold ist ebenso wie der Bitcoin fälschungssicher. Gold ist auch privat und stinkt nicht. Das heißt, ich kann Transaktionen machen oder ich kann es halt jemandem geben, ohne dass ein Dritter mich davon abhalten kann, außer der hält mir jetzt die Hände fest oder nimmt mir das Gold vorher weg. Aber jetzt in normalen Zeiten kann es nicht von irgendjemand überwacht oder verboten werden. Und das ist auch der nächste, letzte Punkt, den ich hier mal so auf die Schnelle runtergeschrieben hatte. Gold ist neutral. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt, dass der Mario kein Gold benutzen darf. Das kann ich nicht. Sondern wenn der sich Gold zulegt, dann hat er Gold und da kann ich wenig dazu tun und auch wenig dagegen tun. Dazu tun kann ich schon was. Ich könnte ihn ja mein Gold anbieten zum Kauf. Mario, willst du Gold? Ich höre dich nicht. Klar, ich nehme gerne Gold, aber du hast ja selber gesagt, du verkaufst es ja nicht. Denn du verkaufst gutes Geld ja nicht. Richtig. Mein Gold verkaufe ich dir nicht und es ist auch nicht mehr greifbar. So, ja, warum bietest du es mir dann überhaupt an, Thor? Was ist denn da? Das war eine rhetorische Frage. Okay. Weißt du, woran man erkennt? Zu später Stunde aus dem Schlaf wieder erwecken. Weil es ist ja jetzt hier früh in der Nacht für euch. Ich habe meinen Mittagsschlaf hinter mir und ihr musstet euch mit Kaffee wach halten und von daher. Damit wir eben diese top aktuelle Folge auch so schnell zu euch bringen können. Ja. Aber nochmal zum Gold, Mario. Weißt du denn, warum man in Costa Rica, wo der Thor immer mit dem Auto langfährt, immer sieht, wo er langgefahren ist? Weil er so eine Spur von Tampons hinterlässt? Nee, weil er sein Gold immer mitschleppt, das viele, und dadurch sacken die Autos, die Schwertransporte immer so tief ein und das hinterlässt ja Spuren. Und deshalb sagt man eben, ja, da war der Tor da, ne? Naja. Nee, Ralf, weiß schon nicht mehr, kriegt. Das ist nur halb richtig. Ich nutze das Gold, damit mein Auto schwerer wird, weil wenn ich hier nämlich durch die Flüsse fahre, weil es hier wenig Brücken gibt und die Strömung ziemlich stark ist, wenn das Auto zu leicht ist, wird es weggetragen. Da gab es schon einige Unfälle. Und deswegen ist es immer wichtig, entweder du nimmst halt hinten Beton auf deinem Pickup mit oder du nimmst halt was Brauchbares mit, was man auch irgendwo gegen was anderes eintauschen kann. Und ich fahre halt mit meiner Goldkiste da spazieren. Ja, der dritte Grund oder Schutz, dass du Gold im Auto hast, ist ja die Alligatoren. Wenn die dann mal beißen, wenn du durch die Flüsse fährst, Gold können sie nicht so gut zerbeißen. Ne? Sonst so Blechkarossen, die können sie ja zerbeißen. So viel Kraft haben sie, aber Gold, wenn du das noch unten drin hast, dann tut das auch. Erstmal sind die Karossen nicht aus Blech oder zumindest dünnes Blech und das stimmt auch wieder nicht, sondern ich habe das Gold mit, falls ich überfallen werde, dass ich den Gold geben kann, damit ich weiterfahren kann. Mhm. Das nennt man dann eine goldgebende Eingebung. Ne? Das ist dann eher eine Ausgebung, aber naja. Der Tor erzählt ein Blech, wenn der Tag lang ist. Oh, Friedrich, nein, nehmt euch beide nichts, glaube ich. Friedrich August von Hayek, einer meiner, wie sage ich jetzt mal, Lieblingszitate-Spender,
der auch dem Liberalismus natürlich der österreichischen Schule unterliegt. Freiheit und persönliche Verantwortung, gerade in heutiger Zeit. Der Staat lässt uns ja kaum noch eigene Entscheidungen zu. Freiheit verlangt, dass die Verantwortung des Einzelnen sich nur auf das erstreckt, was er beurteilen kann. Dass er in seinen Handlungen nur das in Betracht ziehen muss, was innerhalb des Bereichs seiner eigenen Voraussicht liegt und vor allem, dass er nur für seine eigenen Handlungen und die der seiner Fürsorge anvertrauten Personen verantwortlich ist, aber nicht für die anderen, die ebenso frei sind. Das bedeutet, Freiheit muss man wahrnehmen, Freiheit muss man leben und Freiheit muss man immer wieder neu denken und neu interpretieren. Ich sage zurzeit in meinem privaten Umfeld auch, dass man vor allen Dingen in solchen verrückten Zeiten, in denen wir, es wird ja immer noch verrückter, habe ich das Gefühl, die Freiheiten, die wir noch haben, auch nutzen sollte, solange wir es noch können. Wir wissen nicht, was morgen ist. Also nutzt die Zeit sozusagen und die Freiheit vor allen Dingen. Und ich möchte noch hinzufügen, Freiheit bedeutet auch Verantwortung, und zwar Eigenverantwortung zu übernehmen. Das und die wird uns derzeit ja zumindest bei der Art und Weise des umverteilenden Superstaates, den wir haben, vollkommen genommen. Es wird ja alles weggenommen, gepampert. Die Leute können nicht mehr denken. Und da muss ich garantiert was ändern. Also die Leute, die in Sachsen auf die Straße gehen, die gehen ja nicht nur wegen Corona, sondern weil sie die Bevormundung einfach satt haben und eigenes Denken, eigenes Handeln durch so viele restriktive, sinnlose Vorschriften unterbunden wird. Und das ist alles nicht mehr gut. Auch hier nicht nur, sondern es gibt noch einige andere noch dabei, die wegen anderen Sachen auf die Straße gehen. Aber ja. Naja. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, beide, du kannst das auch bestätigen, Ralf, wir als Ossi, auch wenn die Wessis das nicht glauben, wir sind in der Schule und beim Studium zum kritischen Denken erzogen worden. Das darf man nicht vergessen. So, und das ist ja auch der Grund, weswegen in Sachsen viele das halt klicken, weil sie halt einige Sachen hinterfragen und sich bevormundet fühlen. Und zwar schon seit locker 20 Jahren. Aber irgendwann ist halt mal wie im Osten das Fass am Überlaufen. Mhm. Aber der Mario hat hier wieder was von George Orwell. Genau, auch ich habe wieder ein Zitat des Monats mitgebracht. Auch, wie gesagt, der März sehr überschattet, deswegen nicht viel Krypto, sondern auch eher in die andere Richtung. George Orwell, all der Krieg, Propaganda, all das Geschrei und die Lügen und der Hass kommt immer nur von den Leuten, die nicht kämpfen müssen. Ich weiß nicht, wem nützt es, dass irgendwo weit weg von der eigenen Heimat junge Menschen sterben für eine Sache, die sie selber nicht wirklich verstehen. Und wer will das eigentlich? Also immer, wem nützt es, sich fragen. Es sind immer die am lautesten schreien, eben, die am weitesten weg sind von der Front. Nicht nur, was die Politiker angeht, sondern ich habe auch im generellen Umfeld sind alle ganz schön kriegsgeil, habe ich das Gefühl. Und das macht mich sehr traurig und nachdenklich. Denn wir haben jetzt 30 schöne Jahre gehabt, zumindest bei uns in Europa 30 schöne kriegsfreie Jahre. Warum nicht weiter so? Weil das nicht stimmt, Mario, weil wir keine 30 kriegsfreien Jahre hatten. Der Krieg in Europa. Ich meine, deswegen sage ich ja. Auch nicht in Europa, auch nicht. Dann in Zentraleuropa, okay. Dann nehmen wir den Kosovo und raus. Auch nicht. Also erstmal, der Krieg in der Ostukraine ist seit 2014 und Donetsk und Lugansk, ich war in Donetsk. Ja, auch das Europa. Stimmt, ja. Aber irgendwie ist er schon heißer geworden im letzten Monat, muss man sagen. Ja, aber das war ein Dekret vom Zelensky. So, und na doch, der hat vorher ein Dekret erlassen, dass er die Krim und den Osten wieder zurückerobern will. Eine Woche vorher. Aber was ich noch sagen wollte, ist, in Serbien, der Krieg, wann war denn der? War Ende der 90er. Hat Scharping mit angefacht, mit einer Lüge. Und die NATO hat da in Kosovo, war die ganz gut mit Bomben. Also die serbische Luftabwehr hat gesagt, dass die Amerikaner 40.000 Tonnen NATO-Munition, da soll jeder mal googeln, was NATO-Munition bedeutet, abgeworfen haben. Die Amis haben nur 20.000 Tonnen zugegeben. So, und ja. Deswegen 30 Jahre Krieg in Europa kannst du eigentlich vergessen. Also das sage ich mal so, ich als Anfang 30er, an das, was ich mich erinnere, auch ich erinnere mich noch an die Bilder aus dem Kosovo. Okay, stimmt, dann nehmen wir halt 20 Jahre. Uns ging es lange gut und das und Zitat bleibt trotzdem 10 Jahren so stehen. Steht schlechter. Ja. Machen wir weiter. Besser ist. Richtig.
Ich habe hier ein langes Zitat, das lässt mal wieder ab, weil hier die Buchstaben zu klein sind. Ich habe aber auch den Artikel verlinkt, dem ich das entnommen habe. Und ich finde den eigentlich recht gut. Deswegen ist es diesmal ein bisschen länger geworden, passt aber auch ein bisschen zu dem zeitlosen Thema mit dem zeitlosen Geld, müssen wir so ausdrücken. Analyst erwartet das Ende der bisherigen Weltfinanzordnung. Darum könnte Bitcoin der große Profiteur sein, ist die Überschrift. Possa sieht die globale Geldordnung an einem Wendepunkt. Das Bretton Woods-Systems sei durch Gold gestützt worden. Die zweite Periode 1971 bis 2002 war von Inside Money, insbesondere US-Staatsanleihen innerhalb des internationalen Währungsverkehrs geprägt. Das war halt, als die Goldbindung aufgehoben wurde, des US-Dollar. Und in der nun beginnenden dritten Periode werden Outside Money, Gold und andere Rohstoffe die größte Rolle spielen. Pozza begründet seine Erwartungen damit, dass erstmals in der Nachkriegsgeschichte die Devisenreserven einer Zentralbank eingefroren wurden, nämlich im Rahmen der westlichen Beschlagnahmung der umfangreichen russischen Auslandsdevisen Russlands, die als risikofrei geltenden Staatsanleihen und Auslandsvermögen sind nun plötzlich mit einem Risiko der Konfiszierung versehen, eine einschneidende Veränderung, die Possa als Beginn einer Zeitenwende beim globalen Finanzsystem betrachtet. Wir erleben die Geburt von Bretton Woods III, eine neue Währungsweltordnung, die sich auf rohstoffbasierte Währungen im Osten stützt und vermutlich das Euro-Dollar-System schwächen und ebenfalls inflationäre Tendenzen im Westen verstärken wird. So Pozzas in einem von ihm veröffentlichten Forschungsartikel. Fand ich recht interessant, dass er jetzt da quasi die dritte Stufe seit, sagen wir mal, dem Zweiten Weltkrieg beim Geldsystem sieht. Mehr dazu nicht zu sagen, dann machen wir weiter. Das Zitat ist mir, das muss ich mir dann nochmal in Ruhe nochmal durchlesen. Ja, war ja eine kurze Episode heute. Also ihr merkt, es ist nicht viel passiert, aber hört euch gerne nochmal genauestens unsere News an und schreibt uns auch gerne dazu auf den bekannten Kanälen. Jetzt erstmal unsere alten Episoden findet ihr unter www.defi.jetzt. Chronologisch dann auch in unserem Telegram-Kanal, kommt gerne in den Telegram-Kanal, in den einzigen ordentlichen Telegram-Kanal ohne Fake News. Unter defi-jetzt und falls ihr irgendwelche Anmerkungen zur heutigen Episode habt, zu einzelnen News-Themen von uns zum Beispiel, dann schreibt uns gerne im Chat-Kanal von uns. Da warten wir drei mit glaube ich, gerade mal 20 anderen Nasen, wenn ich mir das richtig gesehen habe, darauf auf Meinungen und auch auf Gespräche unter defi-chat. Also wenn ihr im Telegram seid, könnt ihr da oben rechts einfach mit der Lupe defi-chat eingeben, dann müsstet ihr uns finden. Falls ihr alte Episoden von uns nachhören wollt, ich zähle jetzt nicht alle auf, alle Apps, in denen ihr uns finden könnt. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr uns in allen gängigen in allen gängigen Podcast-Apps uns finden könnt, sowohl bei Spotify als auch bei allen, was so Apple angeht, Castbox, Breaker und so weiter. Der Tor hat sich darum gekümmert, dass ihr uns auch bei Hive findet. Auch darüber hatten wir schon eine Episode. Was war Hive nochmal genau, Tor? Ein dezentrales News-Blockchain. Ich würde eher sagen Blog-Portal, ein Weblog-Portal, ja. Okay, und dort unter anderem, es gibt mehrere Sachen. Wir hatten ja da auch eine Folge mit dem Dead Art. Genau. Ja, und auch nochmal mit dem einen aus Wien, wie heißt er, Schmidti, die da beide auf Hive sehr aktiv sind. Ja, auch da findet ihr uns unter @bc-i. Bei Getter findet ihr uns unter @tor_alexander und bei YouTube und LinkedIn folgt ihr einfach dem Tor Alexander. Da könnt ihr auch Thors ganz persönliche Ausflüsse dann noch live auf euren Bildschirm bekommen. Soweit erstmal der Märzrückblick von unserer Seite. Bleibt uns weiterhin erhalten. Ich habe jetzt ab und zu auch schon Rückmeldungen bekommen, was wir gut gemacht haben und was wir nicht so gut gemacht haben. Haut gerne raus, sprecht uns an, schreibt uns an.
was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, denn auch wir machen es ja für euch hier. Ne? Also was euch gefällt, was euch nicht gefällt, damit wir den Podcast noch besser auf euch abstimmen können. Und würde ich sagen, Ralf, Thor, hat Spaß gemacht wieder. War kurz und knackig heute. Und an alle Zuhörer und alle Zuschauer, bis bald. Es war mir eine Ehre, wie immer, mit euch beiden. So, und ich wünsche euch beiden gute Nacht und den anderen einen guten Tag, die uns noch zuhören. Und einen guten Start in den April. Genau. Also, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.